Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Surviving Mars. In dieser Folge werden wir, weiß ich nicht, irgendwas machen. Wir werden versuchen, das mal das Wasser wieder auf Vordermann zu bekommen, weil das Wasser wird weniger und das ist nicht gut, das ist scheiße und ja, wisst ihr selber, ohne Wasser kann man nicht leben, ohne Leben ist es blöd. Dann leben hier bloß die Drohnen. Aber ich eigentlich muss ich jetzt. Ach, scheiße. Breakthrough discovered. Wir holen uns nochmal schnell eine fertige Gebäude. Ja, zwei Stück, das reichen. Was ist denn das Phoenix-Projekt? Wenn ein Kunde stirbt, wird er oder sie mit einer Chance von 5 als Kind mit denselben Eigenschaften rekonstruiert. Ja, komm, machen wir es mal. Ich hab da wirklich irgendwie auch ehrhaftiges Durchbruch entdeckt. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber da selbst die gestoppten Kolonisten wurden zu Nahrung gemacht. Das war irgendwie creepy. Kannibalismus heißt es, glaube ich, oder so ähnlich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne? Wenn wir über den Thema sind. Ja. Na 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 na. Setzen Sie es einfach dahin. Es bringt nichts, aber ich muss es dahin machen. Weil ich habe mit hinten was vor. Wenn es euch jetzt fragt, was ich davor habe, das weiß ich selber nicht mehr. Ich habe das wieder vergessen. Irgendwas wollte ich da unten machen. Ach ja, genau. Ich wollte versuchen, dass hier der ganze Gesteinsdreck wegkommt. Das regt das auf. My name is Kim Taihi, and you're listening to the Red Frontier. Was wir auch noch machen können, ist hier mal so Mülldeponie. Da war komplett. Zap. Deswegen ist es am Anfang hier ein bisschen zu sammeln, den ganzen Müll hier. Ich sage ganz ehrlich, weil es geht mir schon theoretisch auf den Sack, wenn da unten sehr große Mülldeponien sind und die werden einfach nicht abgebaut. Aber ich kann sie auch nicht mehr loswerden. 27, ja, Punkt, fertig. Was bringt mir das, wenn ich jetzt über 200 Gesteinsabfälle loswerden kann, aber es nicht abgeholt wird? Da müssen wir noch was einstellen. Hahaha. So, was machen wir mit dir? Lass mal da auch machen. Saatgutnutzpflanzen. So. Die machen wir aber dann komplett weg. Machen wir dann das da. So.
So. Das war klar, dass der wieder leer ist. So, dann die ganzen Raketen sind weggeschickt. Hey, wir haben den Platz, juhu! Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt... acht, neun, zehn. Na gut, das sind nur zehn, aber macht nichts. Okay, wir machen Schwein. Wir machen da oben Schwein, so. Dann machen wir da Kuh. Und da unten machen wir Strauß. Resources are low. Ja, Metalle, ich weiß. 90, 100, 300, 150. Ja, das passt eigentlich. Ja. Passt. Dann holen wir uns doch mal wieder ein paar neue Kolonisten. Ah, wir werden jetzt mal was machen. Nein. So. Anwenden. Spezialisierung. Mediziner brauchen wir, Geologen brauchen wir. Research complete. Oh, noch eine Passagier. As you know, machen das dann das wieder? To be exact, 39 minutes and 35 seconds longer. I don't know if this tiny difference influences my sensitive sleeping habits, but sometimes I find it harder to fall asleep here than on Earth. And when I can't sleep, I read. The other night, I came across a book on baseball history. Oh boy, that didn't help me sleep at all. I was always a Red Sox fan, so I eagerly read about their history. Did you know that after winning the first World Series in 1903, the Sox won four more championships up to 1918? Isn't that impressive? Then, for some stupid reason and right out of the blue, they sold one of their most valuable players, Babe Ruth, to the New York Yankees. Can you believe that? Well, it took them 86 years to win the World Series again. I guess they'll never sell Mr. Ruth again. Sector scan. Oh, I got carried away. Here is a tomb for champions. Was man allerdings bei den Universalen gefühlt ist, sind die Saatgut. Da muss ich Saatgutlager machen. Nach dem Freeze. Das habe ich nämlich gerade noch geschaut. Aber das brauchen wir ja auch noch.
Das heißt, Saatgut. Milestone achieved. 100 Kolonisten haben wir jetzt da. Nett. Da noch Saatgut, aber ich weiß nicht, ob wir überall es brauchen. Deswegen. Das will ja anscheinend keins haben. Unten kommt jetzt noch Saatgut. Alter, Schnauze jetzt. Wenn du fragst, was das war, ich habe keine Ahnung, was das Handy gerade macht. Schläfer Joe! Weiterhin erfahren, dass ein herausragender Mitglied unserer Kolonie seit seiner Ankunft auf dem Mars ein Spion war. Zwar hat Evan. Sector scanned, anomaly found. Resources are low. Resources are low. Dust storm approaching. Funding received.
Resources are low. Resources are low. Research complete.